Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Für mich als Christdemokratin gibt es drei wichtige Bücher: das Grundgesetz, die Bibel und der Koalitionsvertrag. Und zwar in dieser Reihenfolge. Die ersten beiden enthalten für uns Finanzpolitiker leider wenig Konkretes. Anders dafür der Koalitionsvertrag. Dort heißt es, Steuervereinfachung ist eine Daueraufgabe. Es ist ein wichtiges politisches Ziel, hier Schritt für Schritt voranzukommen und dabei insbesondere auch die technischen Möglichkeiten der modernen Datenverarbeitung zu nutzen. Und genau das setzen wir heute um. Dieser Satz lenkt die Aufmerksamkeit genau auf einen Aspekt, der häufig vernachlässigt wird. Vereinfachung fängt beim Verfahren an. Es sind vor allem bürokratische und langwierige Verwaltungsabläufe, die für die Bürger und die Unternehmen ein Problem darstellen. Wir Steuerpolitiker wissen das und gehen genau dieses Problem heute an. Und Vereinfachung heißt nicht Vereinfachung nur für die Verwaltung. Es heißt Vereinfachung für alle. Steuervereinfachung für alle, das heißt zunächst einmal Vereinfachung für den ganz normalen Bürger. Die erhalten nun zwei Monate länger Zeit, ihre Steuererklärung abzugeben. Bisher sah der Gesetzentwurf nur dies für die steuerberatenden Berufe vor. Wir haben dies erweitert. Künftig haben zum Beispiel Ehepaare mit der Lohnsteuerklasse 3 und 5 nicht nur Zeit bis zum 31. Mai ihre Steuererklärung abzugeben, sondern bis zum 31. Juli. Wir regeln auch ganz klar, dass jeder Steuerpflichtige die Möglichkeit hat, seine Steuererklärung von einem Finanzbeamten auch weiterhin prüfen zu lassen. Wenn ein Steuerpflichtiger also keine automatische Bearbeitung will, dann kann er auch weiterhin auf eine personelle Prüfung bestehen. Einen automatischen Verspätungszuschlag wird es nur unter sehr engen Voraussetzungen geben. Nur wer zwingend eine Steuererklärung abgeben muss, wer zugleich länger als 14 Monate braucht zur Erstellung seiner Steuererklärung, wer zugleich keine Fristverlängerung beantragt hat und wer zugleich Steuern nachzahlen muss, für den gibt es den automatischen Verspätungszuschlag. Für diejenigen, die Steuern erstattet bekommen, bleibt es bei der bisherigen Rechtslage. Und für Rentner, die nicht wissen, dass sie abgabepflichtig sind, haben wir eine Billigkeitsregelung eingeführt. Vereinfachung für alle, das heißt auch Vereinfachung für die steuerberatenden Berufe. Denn ohne diese würde unser Steuersystem nicht funktionieren. Die Abgabefrist für vorab angeforderte Steuererklärung haben wir daher im Verfahren von 3 auf 4 Monate verlängert. Die Freizeichnung von Steuererklärung haben wir deutlich entbürokratisiert. Steuerberatende Berufe erhalten ein Wahlrecht, ob sie ihren Mandanten die Daten vor oder nach Übermittlung zum Finanzamt zur Verfügung stellen. Zukünftig können Lohnsteuerhilfevereine und landwirtschaftliche Buchstellen nicht mehr vom Finanzamt zurückgewiesen werden. Bisher galt diese Ausnahmeregelung nur für die Steuerberater. Und wir kennen hiermit ganz besonders auch die wertvolle und wichtige Arbeit der Lohnsteuerhilfevereine und der landwirtschaftlichen Buchstellen an. Vereinfachung für alle heißt natürlich auch Vereinfachung für die Unternehmen. Und wir geben ein klares Bekenntnis zur verbindlichen Auskunft ab. Wir wollen, dass die Unternehmen dieses Instrument effektiv nutzen können, um vom Finanzamt schneller Rechtssicherheit und Planungssicherheit zu bekommen. In Zukunft gilt, verbindliche Auskünfte sollen innerhalb von 6 Monaten bearbeitet werden. Ist die Finanzverwaltung nicht dazu in der Lage, müssen Gründe vorgelegt werden. Weiterhin haben wir eingeführt eine unbürokratische Ermittlung von Herstellungskosten. Diese verankern wir rechtssicher in der Abgabenordnung. Die Grenze für die Kleinbetragsrechnungen erhöhen wir von 150 auf 200 €. Wir als CDU-CSU-Fraktion hatten 400 € im Blick, aber leider, das haben wir die Kollegen der SPD wirklich glaubhaft versichert, ihre Schmerzgrenze war bei 200 €. Weitere Erleichterungen gibt es bei den verschiedenartigen Bezügen. Bei der Anzeigepflicht nach dem Grunderwerbsteuergesetz, bei dem Versand von Kapitalertragssteuerbescheinigungen, bei den Bekanntgabefristen von Steuerverwaltungsakten, bei der Rechtsbereinigung im Einkommensteuergesetz.
Nicht einigen konnten wir uns mit der SPD leider auf die Absenkung der steuerlichen Vollverzinsung. Damit müssen wir leben. Aber ich sag's mal so, Herr Draghi macht mir nicht den Eindruck, als wollte er die Niedrigzinsphase alsbald beenden. Ich respektiere natürlich die Unabhängigkeit der EZB, aber ich will nicht verhehlen, dass ich dies als brandgefährlich erachte. Auf jeden Fall steht es uns politisch vor enorme Herausforderungen. Im Handelsrecht, im Steuerrecht, im Bereich der Altersvorsorge, überall holen uns die niedrigen Zinsen ein. Wenn der Marktzins bei Null liegt und die steuerliche Verzinsung, unter anderem auch die Vollverzinsung bei 6%, dann kann das auf Dauer nicht funktionieren. Und ich sage uns voraus, wir werden uns mit der Thematik beschäftigen müssen, ob wir wollen oder nicht. Und jetzt noch ein paar Klarstellungen zur Verfassungsmäßigkeit. Das federführende Bundesfinanzministerium hat das Gesetz juristisch geprüft. Das Bundesjustizministerium hat das Gesetz verfassungsrechtlich geprüft. Und wir haben uns in der Koalition mit einem eigenen Berichterstattergespräch nur mit dieser Frage beschäftigt, übrigens auch mit intensiver Beteiligung von Steuerrechtlern. Das Ergebnis ist, es gibt keinen Zweifel an der Verfassungskonformität des vorliegenden Gesetzes. Wir übernehmen zwei Begriffe, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit, in der Abgabenordnung. Diese Begriffe sind in juristischen Kommentaren und anderen Gesetzen bereits vollkommen üblich und etabliert. Der Versuch, mit minimalem Verwaltungsaufwand maximalen fiskalischen Ertrag zu erzielen, ist rechtlich unzulässig, und das bleibt auch weiterhin so. Und selbstverständlich können die Grundzüge des Risikomanagementsystems veröffentlicht werden, denn dadurch, wenn dadurch das Besteuerungsverfahren nicht beeinträchtigt wird. Die technische Prüfung von Steuererklärungen untergräbt nicht die gleichmäßige und gesetzmäßige Besteuerung. Das Gegenteil ist der Fall. Risikomanagementsysteme zeigen dem Bearbeiter auf dem Finanzamt genau, wo er prüfen muss und wo es Ungereimtheiten gibt. Sie sind deshalb eine wichtige Unterstützung für ein gerechtes und gleichmäßiges Steuersystem in ganz Deutschland. Und sie dienen nicht dem Personalanbau, sie unterstützen das Personal. All das kann man wissen, wenn man mit den Praktikern spricht. Und ich habe in den letzten Monaten zahlreiche Gespräche geführt mit Steuerberatern, Lohnsteuerhilfevereinen, landwirtschaftlichen Buchstellen, Unternehmen und auch Finanzbeamten. Und zum Schluss war ich in den Finanzämtern Karlsruhe-Durlach, Heilbronn und Mannheim. Und alle sind sich einig, dass ein verstärkter IT-Einsatz im Besteuerungsverfahren sinnvoll und notwendig ist. Das Gesetz geht also in die richtige Richtung. Und ich möchte mich ausdrücklich und ganz besonders bei unserem Koalitionspartner bedanken und ganz besonders bei dir, lieber Frank Junge. Zig Gespräche haben wir geführt und wir haben es wirklich durchgeboxt und es drang nichts nach außen. Das ist wirklich eine Besonderheit. Dafür ganz herzlichen Dank. Aber mein Dank geht auch an das Bundesfinanzministerium, das uns in unzähligen Sitzungen und Einschätzungen, Aufzeichnungen und großen Sachverstand zur Seite gestanden hat. Herr Staatssekretär Spahn, ich möchte Sie bitten, die herzlichsten Grüße und Dankeschön an Dr. Meister und das ganze Haus zu übermitteln. Und schlussendlich möchte ich auch meinen Mitarbeitern danken und den wissenschaftlichen Mitarbeitern insgesamt, stellvertretend Herrn Sebastian Wüste und Herrn Stefan Rochow. Meine sehr geehrten Damen und Herren, dieses Gesetz ist die größte Reform des Steuerverfahrens seit 40 Jahren. Wir haben zusätzlich spürbare Vereinfachungen für Bürger, Unternehmen und Berater durchgesetzt. Dieses Gesetz macht unser Steuerverfahren effizienter, schneller und serviceorientierter, und zwar für alle. Und ich sage es mal so, zu Beginn einer Fußball-Europameisterschaft, wir haben den Ländern hier eine wunderbare Vorlage geliefert. Sie müssen den Ball im Steuervollzug jetzt nur noch ins Tor schießen. Herzlichen Dank. Das Wort hat der Kollege Dr. Jens Zimmermann für die SPD.